Das ist ein Hohlfuß und hier haben wir zwei Hohlfüße, denn der Patient ist mit dieser Fußfehlstellung schon auf die Welt gekommen. Ja, es ist eine angeborene Fußfehlstellung. In ganz, ganz seltenen Fällen ist sie erworben, meistens durch irgendwelche Lähmungen oder vielleicht eine Operation. Aber das ist eher selten, meistens ist sie angeboren. Was passiert bei einem Hohlfuß? Während der Entwicklung verkürzt sich hier die Sehnenplatte des Fußes. Und somit zieht die Mittelfußknochen in eine Steillage, so dass die vordere Zehenballen und die Ferse massiven Druck bekommen und eben dieses Dach dann ja, bilden, weil eben hier diese Fußsohlensehne zu viel zieht. Ja, der Patient hat im vorderen vorderen Fußballenbereich und an der Ferse sehr viel Hornhaut, weil da eben zu viel Druck drauf kommt. Ist der Hohlfuß jetzt nicht sehr ausgeprägt, kommt man mit normalen Schuhen noch zurecht. Bei diesen Patienten, da ist der Hohlfuß schon sehr ausgeprägt und der Patient braucht orthopädische Schuhe.